In diesem Video geht es um die neue Canon EOS R3. Da ist sie endlich, die neue Canon EOS R3. Wir haben alle schon viel von ihr gehört, gelesen. Canon hat das geschickt gemacht mit diesen Pre-Announcement, hat uns gelustig gemacht. Wir haben einige technische Daten schon vernehmen, zuletzt auch die Auflösung dank der Bilder, die wir von den Olympischen Spielen auswerten konnten, wo gewisse Fotografen schon mit dieser Kamera unterwegs waren. Und jetzt ist sie also wirklich offiziell vorgestellt worden. Ich wollte viele Erwartungen wecken für die Kamera, aber nicht unbedingt viele Erwartungen an das Video. Es ist nämlich so, ihr seht, da ist so ein kleiner Kleber drauf, da steht Sample. Das ist ein sogenanntes Pre-Production Sample, das uns hier Canon mitgebracht hat. Wir haben die Kamera ausprobieren, wir haben mit ihr fotografieren. Was wir nicht dürfen, ist, wir dürfen sie euch nicht anders zeigen als so. Also wir dürfen sie nicht von hinten, von der Seite zeigen. Und wir dürfen euch auch keine Bilder zeigen, die wir gemacht haben mit ihr. Und wir dürfen euch auch das Menü nicht zeigen. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass es möglicherweise noch Änderungen gibt an dieser Kamera für die finale Version. Und Canon will einfach nicht, dass irgendwelche Bilder rumkursieren, die mit einer Sample-Kamera gemacht worden sind. Es kann sein, dass es im Gehäuse noch einzelne Veränderungen gibt. Von dem gehen wir nicht aus. Aber wir respektieren das natürlich und möchten auch zukünftig gerne natürlich die Möglichkeit haben, vorab die eine oder andere Kamera zu testen. Also halten wir uns an die Vorgaben. Was können wir machen? Ich kann euch ein bisschen erzählen, was die Kamera kann, also die technischen Daten, eine kleine Einschätzung dazu geben und ein bisschen von den ersten Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, berichten. Für wer ist die Kamera? Ist ganz klar, Wildlife, Sport, Reportage, Newsfotografen, Nachrichtenagenturen und natürlich auch für Filmer. Also die Kamera hat herausragende Filmeigenschaften, auf das können wir dann ein bisschen später noch sprechen. Kommen wir zuerst zu den vorherigen genannten Einsatzbereichen, zum Beispiel Tierfotografie, Sport. Ich nehme da noch eine zweite Kamera dazu. Ihr kennt Canon EOS 1DX Mark III. Das ist jetzt eigentlich das Pendant dazu im R-System mit RF-Mount für die neuen spiegellosen Objektive. Ist ein bisschen verwirrend, weil wir eigentlich jetzt hier ein R3 haben und hier ein 1D. Da hat man jetzt ein bisschen einen Wechsel gemacht von den Modellreihen her, von der Benennung her. Und das ist klar, man schöpft hier die neuen Möglichkeiten aus vom spiegellosen System. Und da wird es voraussichtlich dann noch ein bisschen Möglichkeiten nach oben geben, wo man Geschwindigkeit, Auflösung, Performance, alles noch weiter kombinieren kann. Darum haben wir sich hier entschieden, die Kamera eben R3 zu nennen. Das ist sicher ein Zeichen, dass noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber dass man eigentlich quasi mindestens so viel drin hat wie eigentlich da. Wir haben nämlich eigentlich mehr bessere Eigenschaften drin, als man es bei der 1DX hat. Und eben natürlich den vollen Zugang zu den RF-Linsen. Kommen wir ein bisschen zu den technischen Daten von dieser Kamera. Der Sensor 24,1 Megapixel, also ein bisschen mehr Auflösung als wir hier haben, mit 20 Megapixel. Wichtig vor allem BSI Stacked CMOS Sensor. BSI, das heisst, er ist rückwärtig beleuchtet. Das ist vor allem auch gut für die hohe ISO-Performance, also dass es bei schlechtem Licht sehr, sehr gut funktioniert. Stacked, das hat mit der Auslesung zu tun. Das hat auch den Vorteil, dass man eben überhaupt die Geschwindigkeit anbringt, dass man die Daten so schnell von diesem Sensor abholen kann. Und ein weiterer Vorteil ist, ihr habt den Rolling-Shutter-Effekt fast nicht mehr. Rolling-Shutter, für die, die es nicht kennen, vielleicht haben sie schon Bilder gesehen, zum Beispiel der Klassiker ist so Helikopter-Rotoren, die nachher verbogen sind. Das ist, weil der Sensor zielmässig ausgelesen wird und dadurch kann es sein, dass es sich eben biegt, weil vom ersten Ziel bis zum letzten eine gewisse Zeit vergeht. Und das Problem haben wir hier also fast nicht mehr. Man hat sicher hier versucht, die Kamera sehr gut auszubalancieren, was Auflösung, ISO und Geschwindigkeit betrifft. Bei der Auflösung da kann man sich immer darüber streiten, das ewige Megapixel-Rennen, aber es ist ganz klar, für die allermeisten Einsatzbereiche haben wir mit 24 Megapixel bei weitem genug Auflösung. Gerade für die Einsatzbereiche, die wir vorhin genannt haben, dort ist vor allem die High-ISO-Performance entscheidend, also bei schlechtem Licht können zu fotografieren. Und natürlich auch Geschwindigkeit, vor allem bei den Sport- und Wildlife-Fotografen. Und da hat man also einen sehr guten Mix versucht anzubringen und ich denke, das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Die ersten Tests, die wir gemacht haben, was die ISO belangt, sind wirklich sehr beeindruckend und da könnt ihr euch
darauf freuen und dann eben das gleich mit wirklich 24 Megapixel, also mit gleicher verhältnismäßig höheren Auflösung für die ISO-Performance. Wichtig zu wissen ist auch noch, wir haben einen eingebauten Stabi natürlich im Gehäuse eingebaut, sensorbasiert und der kommuniziert aber auch mit den Objektivbildstabilisatoren, was sicher auch vor allem wieder bei der Telefotografie wichtig ist, weil dort der im Gehäuse eingebaute Stabi nicht wahnsinnig viel bringt. Also auch hier haben wir die Möglichkeiten, wie wir es auch schon bei der R5 kennen. Und da haben wir das bis zu 8 Blendenstufen, je nach Kombination mit welcher Optik das er fotografiert. Dann kommen wir zu der Geschwindigkeit, Serienbildgeschwindigkeit, beeindruckende 30 Bilder in der Sekunde und das mit nachgeführten Autofokus und mit Belichtungskorrektur. Auch da haben wir schon ein bisschen probiert und das ist wirklich auch sehr, sehr beeindruckend, auch wie unglaublich gut das AF-Tracking funktioniert. Der AF-Tracking ist nochmal verbessert worden, die AF-Geschwindigkeit ist verbessert worden und wir haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, nebst dem Tracking von Personen, wie man es kennt, Augentracking, auch bei Tieren, zum Beispiel noch Vögel zu tracken. Und wir haben zuerst mal die Möglichkeit, Fahrzeuge zu tracken im EOS-System. Und man kann sogar wählen, zum Beispiel Motorräder und bei Motorrädern zum Beispiel auch, dass der Helm erkannt wird. Also das sind nochmal neue Möglichkeiten von der Sportfotografie her und von der Geschwindigkeit her, die schnellste EOS-R, die es je gegeben hat in der Fokussierung. Und auch im Aufstart, also die Kamera ist in 0,4 Sekunden bereit. Da sagen sie meistens, ja, ob es 0,4 oder eine Sekunde, aber gerade News, Sport, wenn es schnell muss, was passiert, etwas einschalten und los. Dann haben wir die ISO-Performance angesprochen. Das ist klar, wenn man bei Dunkelheit fotografiert, ist es auch ein Vorteil, wenn man irgendetwas sieht. Und da ist es also so, dass man bei Lichtverhältnis von bis zu minus 7,5 EV noch etwas sieht. Das ist auch eine Zahl, kann man schwierig einschätzen. Es ist eigentlich so, dass das wie ein Nachtsichtgerät quasi funktioniert. Also ich kann quasi bei fast absoluter Dunkelheit etwas sehen und entsprechend auch fokussieren. Das ist noch mal besser als bei der R5, wo wir auch schon minus 6 hatten, was auch schon unglaublich gut ist. Und da ist also noch mal ein Schippe oben drauf gesetzt worden. Kommen wir zum Sucher. Der hat 5,76 Millionen Bildpunkte und vor allem ist er sehr gross, sehr angenehm zum Hineinschauen. Das ist auch für mich als Brillträger sehr, sehr angenehm. Er macht bis zu 120 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung, die er darstellt. Das heisst, ich habe auch absolut keine Verzögerungen. Sie nennen das OVF Simulation View Assist. Also das heisst, es fühlt sich an wie ein Spiegelreflexsucher. Und es ist wirklich so, wenn ihr hineinschaut, habt ihr eigentlich das Gefühl, ihr schaut wirklich durchs Objektiv und ihr schaut nicht auf ein Display. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm, auch gerade wenn man auch längere Zeit mit der Kamera muss fotografieren oder darf fotografieren. AF habe ich angesprochen, Dual Pixel CMOS AF Version 2, also nochmal Geschwindigkeitsgewinn im Vergleich zu den vorgängigen Kameras. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen im Spezifischen auf die Filmspecs. Ich bin jetzt technisch nicht der absoluteste Filmcrack bei unserem Team. Die immer ein bisschen an unsere Videos schauen, wissen vielleicht beim Thema Film sind sie eher der Mattu und der Silo ein bisschen erzählen. Ich habe das aber angeschaut, habe es mich mit ihnen abgesprochen und die Specs sind herausragend. Man kann 6K 60p RAW filmen mit dieser Kamera und man kann 4K Aufnahmen machen mit bis zu 6K mit 6K Oversampling mit bis zu 60p, also 6K Aufzeichnung auf 4K abgerechnet. Auch da eine unglaubliche Performance und neue Möglichkeiten auch eben dank der RAW Aufzeichnung. Man kann das bis zu 6 Stunden machen, gibt Canon an und bei 120p, wo man bis zu 4K Auflösung, Entschuldigung, kann aufzeichnen, bis zu 1,5 Stunden. Jetzt steht bis zu. Aber das ist ganz klar, wenn es steht bis zu 1,5 Stunden, wird es nicht nach 15 Minuten für oben sein. Das heisst wirklich, die Kamera ist fürs Filmen gebaut und man kann die auch fürs Filmen entsprechend einsetzen. Besonders spannend natürlich mit den lichtstarken RF-Linsen, mit der High-ISO-Performance. Also da bin ich überzeugt, dass die Kamera sehr, sehr oft wird für entsprechende Filmprojekte eingesetzt werden. Man hat die Möglichkeit, dual aufzuzeichnen. Mit verschiedenen Codecs, auch das ein Gewinn beim Workflow nachher. Man hat eine SD-Karte oder CF-Express, die man verwenden kann, oder eben beide
gleichzeitig. Was auch sehr, sehr cool ist, all die AF-Verfolgungsgeschichten, die wir vorhin angesprochen haben, die funktionieren auch beim Filmen. Also auch da ist man sehr gut unterwegs mit neuen Möglichkeiten. Dann kommen wir zu der Konnektivität. Immer wichtig bei solchen Kameras, wie wir es auch schon hier kennen, dass man die Bilder schnell in die Welt rausbringt, gerade auch bei Pressefotografen natürlich. Und wir haben bei dieser Kamera eingebaut Wi-Fi, wir haben eingebaut Bluetooth und wir haben einen eingebauten Ethernet-Anschluss. Das heisst, der WFT, der File Transmitter extern, den wir nicht anschliessen müssen, braucht es nicht mehr. Wir haben eine Kompatibilität zum Canon Connect App und wir haben eine Mobile File Transfer App, wo man dann entsprechend die Files auch gerade kann, irgendwo hin transferieren auf einen Server und so entsprechend auch extrem schnell kann abliefern kann. Neu wird es auch einen Halter geben, wo man das Smartphone kann oben drauf tun kann. Also wenn man das Smartphone drauf hat, auf entsprechende File-Transfer überladet und gerade in die Welt rausschicken will, geht das, ohne dass man da irgendeinen Rechner muss, direkt über das Smartphone. Kleine Side-Information noch, man kann sogar über das Telefon das Firmware-Update bei der Kamera machen. Aber das ist jetzt vielleicht nicht gerade das allerwichtigste Kaufargument. Abdichtet ist die Kamera genau gleich wie eine 1DX Mark III. Das heisst, sehr robust und sehr widerstandsfähig. Man hat sich hier entschieden, dass der Griff wieder fix verbaut wird, was sie sehr angenehm in der Hand liegen. Und dafür halt kann man sie nicht ganz klein machen, aber man sieht, sie ist ein bisschen kleiner als die 1DX. Und eben zugunsten von der Robustheit zu der Akkuleistung hat man sich für den fest eingebauten Griff entschieden. Und natürlich die Ergonomie, die einfach bei der Canon immer sehr, sehr gut ist und sehr, sehr angenehm in der Hand liegt. Was auch noch wichtig ist, der gleiche Akku wie bei der 1DX Mark III. Also wenn ihr die schon habt, könnt ihr die brauchen und entsprechend auch austauschen untereinander. Es hat einen neuen Multifunktionsschuh bei dieser Kamera. Das heisst, der Schuh kann mehr kommunizieren. Es gibt jetzt auch schon das erste Mikrofon, das das nutzt von der Canon. Das heisst, ihr müsst nicht mehr noch ein extra Kabel für ein Audio anschließen, sondern das geht direkt über den Multifunktionsschuh. Es wird natürlich weiteres Zubehör geben in Zukunft, das die Funktionalität wird nutzen wird. Was es auch schon gibt, ist ein neuer Anschluss für die Blitzsteuerung, also nicht ein Anschluss, ein neuer Transmitter, wo man Blitze steuern kann. Der ist jetzt viel kleiner, weil er braucht kein Display mehr. Das Ganze macht er nämlich über das Kameradisplay, also auch das nochmal ein weiterer Vorteil, um die externen Blitze auch zu steuern. Ja, was ist auch noch wichtig? Was kostet das Ding? 5.979 Franken. Ist ein bisschen Batzeli, kann man sagen, aber man hat unglaublich viel Technik für den Preis. Man hat unglaublich viel Performance, viel Leistung und ist sicher ein fairer Preispunkt, den man hier gesetzt hat. Ist natürlich über einen R5, aber eben auch ein R3, also das nächste Modell, für einen anderen Einsatzbereich, aber sicher ein fairer Preis in unseren Augen. Verfügbarkeit voraussichtlich ab November 2021, wobei man muss vielleicht eher sagen, Lieferstart wäre die Verfügbarkeit. Wie es halt ist bei solchen Geräten, wo so viele Leute darauf warten, wird es am Anfang ein bisschen schwieriger sein mit der Lieferbarkeit. Darum, wenn ihr euch schon definitiv eigentlich für die Kamera entschieden habt, lasst euch bitte möglichst schnell bei uns eintragen auf die Liste, bestellen sie und wir werden wie immer noch Bestellungen entsprechend auch die Kameras ausliefern. Und dafür zum Glück kann man auch mit einer gewissen Zuteilung rechnen, die uns eine schnelle Lieferung entsprechend erlaubt. Für die, die noch etwas unsicher sind, wir werden versuchen, möglichst schnell auch im Zumi Rent eine Kamera verfügbar zu haben, dass ihr sie zuerst noch mieten und testen könnt. Wie immer auch wird die Miete angerechnet, kurz Miete nehmen, wenn ihr es testet und anschließend kaufen, könnt ihr eigentlich auch gefahrlos die Kamera zuerst ausprobieren. Ja. Das wär's. In meinen Augen eine sehr gelungene Kamera. Wie gesagt, der erste Eindruck von diesen technischen Daten, was erzählt wird, verhebt auch, wie man es das auch ein bisschen gewöhnt ist bei der Canon. Und ich bin ganz sicher, dass es in Zukunft viele begeisterte EOS R3 Besitzer wird geben. Und wir sind schon gespannt, was ihr alles mit diesen Kameras wieder werdet kreieren. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.